Mehr als 10.000 Zuschauer ließen sich das Finale zwischen Lok und dem CFC nicht entgehen. Das Bruno so voll wie seit 25 Jahren nicht mehr. Die erste Top-Chance im Spiel gehört nach 25 Minuten Lok in Gelb-Blau. Grimm bedient Torjäger Ciane perfekt. Der Pfosten rettet für Chemnitz. Ciane, der Leipzig vor 2 Jahren gegen den CFC schon zum Pokalsieg schoss, im Pech. Chemnitz braucht zwingend Geld, also unbedingt das Ticket für den DFB-Pokal. Mensa auf Brückmann, aber der darf nicht jubeln, weil Heinke den Ball gerade noch so von der Linie kratzt. Und aus dieser Rettungstat entwickelt sich ein Lokkonter. Ogbidi mit jeder Menge Dynamik und im Zentrum geht Ciane gegen Berger zu Boden. Schiedsrichter Sater zeigt auf den Punkt. Elfmeter Lok, Berger zu ungestüm, spielt auch nicht den Ball. Vertretbare Entscheidung. Abderrahmane nimmt sich der Sache an, donnert den Ball aber an den Pfosten. Doch Grimm reagiert am schnellsten. Über Umwege Lok doch mit 1:0 vor. Leipzig zur Pause, ausgerechnet durch einen Ex-Chemnitzer auf DFB-Pokalkurs. Die himmelblaue Reaktion im zweiten Abschnitt bleibt erstmal aus. Vielmehr drängt Leipzig auf das 2:0. Dombrowa marschiert mit Willen und lässt nicht locker, bis der Ball im Netz zappelt. In Minute 57 baut Lok die Führung aus, weil es der Gastgeber einfach mehr will. Chemnitz zerfällt, aber Leipzig kennt keine Gnade. Ciane wurschtelt den Ball im Fallen irgendwie rein. Das 3:0 nach 64 Minuten ist gleichzeitig auch der Endstand. Scholz ist ein großes Vorwort, aber was die Jungs gemacht haben, ist Wahnsinn. Es rechnet keiner mit dir, einen 6-Pokal holst. Ja, ich mag die, ich liebe die. Wie sie Fußball spielen. Das ist für mich ein bisschen unerklärlich, dass wir dann so eine zweite Halbzeit spielen. Aber man muss auch dann am Ende des Tages sagen, dass wir an dem heutigen Tage aufgrund der zweiten Halbzeit nichts anderes verdient haben. Lok stemmt zum dritten Mal den Sachsenpokal in den Himmel und ist im DFB-Pokal dabei.